Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Founder Timebox Serie. Heute mit Sven Ritau. Sven, eine Minute, erzähl doch mal das Wichtigste zu dir. Ja, Andi, herzlichen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Gerne. Habe schon gelernt, dass LinkedIn der neue Kanal ist, den man benutzen sollte. Also ich bin Sven Ritau, E-Commerce-Dinosaurier-Unternehmer, seit 99 am Start. Habe unter anderem Zooplus mitgegründet damals, bin auch selber noch investiert, trotz Börsengang und allem. Glaube also an das Thema, habe dann Shirtinator gemacht und mache seit 4 bis 5 Jahren E-Commerce in einer etwas anderen Form, nämlich mit einer Online-Handelsplattform, die vor allen Dingen eine sehr große Konferenz macht, so wie die Bits and Pretzels bei euch. Mhm. Passt ganz gut zur nächsten Minute, bist sehr gut in der Zeit. Was macht ihr denn mit der K5 genau? Ja, also ursprünglich gestartet, K5 steht für den Hidden Peak im Himalaya, als so 2011, als sozusagen E-Commerce noch kein Pfifferling wert war, ist mittlerweile nicht mehr so hidden. Mhm. Amazon und Co. lassen grüßen. Aber wir haben eben auch unterjährig recht viel Aktivitäten, insbesondere im Content-Bereich. Also wir haben 4 Podcasts, die wir betreiben und einen großen Blog, verschiedene Dinner- und Eventreihen, wo wir letzten Endes immer versuchen, Angebote zu machen für Händler, Marken, Hersteller, um sich zu vernetzen und auszutauschen. Das ist so ein bisschen die Passion auch Online-Handel, ja, in einer bisschen anderen Form. Genau. Ich glaube, ein Podcast, ein Magazin habt ihr auch. Genau, also meiner ist der Cheftreff, also das ist ein bisschen das ist aber eben wirklich nur Audio. Wir haben aber auch noch einen Exchanges, wo wir sehr fachlich sehr tief reingehen. Wir haben noch, komme ich auch später wahrscheinlich noch dazu, zum Thema Aktienfonds, den wir auch aufgelegt haben. Und dann haben wir eben ein Magazin, wo wir täglich mehrere Postings drauf haben im Prinzip, ja genau. Gibt es ansonsten eigentlich irgendwelche E-Commerce-Veranstaltungen, die größte sind in Deutschland? Ich glaube, das seid ihr mittlerweile die einzigen. Oder? Ja, wir sind ein bisschen dazu gekommen, da einfach uns zu sagen, let's claim the throne, war so die Idee zu sagen. Also die Veranstaltung auch aus eigener Händlersicht fand ich eigentlich immer nicht wirklich nach vorne gerichtet. Mhm. Sehr viel mit den alten Geschichten sich beschäftigen. Und das war auch der Grund, warum wir im letzten Jahr das erste Mal so versucht haben, wirklich ein großes Event zu machen mit über 2000 Leuten eben in Berlin. Und das werden wir dieses Jahr wahrscheinlich nochmal toppen. Mhm. Cool, sehr schön. Vielen Dank dafür. 5 Minuten für deine größten Lessons learned. Ja, fangen wir doch gleich mit dem Event-Thema an. Und zwar, ja, man denkt ja immer gemein, die Jungs und Mädels, die machen sich da jetzt die Taschen voll. Ich habe das auch gedacht, aber ist leider nicht so. Also man hat doch wirklich deutliche Rüstkosten, angefangen von Location, Technik, Speaker, das Ganze drumherum, das Essen. Das heißt also, wenn man da 400-500 Euro fürs Ticket nimmt, was bei uns auch, glaube ich, relativ fair gepreist ist für eine 2-Tages-Veranstaltung, die ja inklusive allem ist, dann bleibt da schon was über. Aber das ist letzten Endes der Cashflow, um es für im nächsten Jahr machen zu können. Also insofern ja, so die Spendenaufruf kommt dann noch. Nein, also man muss mich nicht in den Arm nehmen, aber es ist jetzt nicht so, sondern wir haben da schon auch einen Auftrag, wo wir sagen, wir wollen halt wirklich was Geiles machen, dass die Leute da hinkommen und sagen, ja, das waren jetzt 2 wirklich gut investierte Tage, weil das ist ja, jeder sagt ja, okay, ich habe ein Business, I have a business to run, ich muss das noch machen, das noch machen, dann habe ich noch Familie und Freunde und sonst was. Muss ich mir das jetzt antun? Und dafür muss man schon hart für kämpfen, glaube ich. Genau. Also das ist so Lesson 1. Lesson 2 war, glaube ich, auch schon mehrfach bei dir, ist das Thema Team, wo ich finde immer so, mir helfen immer so ein bisschen so Leute, die da auch akademisch drüber nachgedacht haben. Mhm. Und zum Beispiel Jim Collins, glaube ich, ist Good to Great, ein sehr gutes Buch übrigens, wo einer der für mich wichtigen Sätze war first who, then what. Also letzten Endes wirklich zu schauen, ich starte mit den Leuten und erst dann überlege ich mir, mache ich eine Tiefsee-Expedition oder fliege ich zum Mars. Ja? Und das im Umkehrschluss bedeutet das letzten Endes, dass wenn man dagegen sich entscheidet, und das habe ich auch schon mehrfach gemacht, auch wenn ich sehr systematisch und analytisch schaue, wen brauche ich, wen bekomme ich, aber nach 6 Monaten suchen und die Opportunitäten werden nicht sozusagen gehebelt, entscheidet man sich dann trotz Analyse dann für jemanden und merkt eigentlich immer, zumindest ist meine Erfahrung, dass das falsch war. Und da muss man das wirklich teuer abwickeln. Und auf der anderen Seite, wenn man halt wirklich so ein richtiges Kracher-Team hat, ja, dann kannst du halt auch mit 5, 6, 7 Leuten, wir sind jetzt auch nicht mehr bei der K5, halt sowas hebeln und aus der Taufe heben. Und das heißt am Anfang immer wirklich auch zu investieren in Leute, die halt mehr Erfahrung haben. Das
sieht in der G&V immer schlecht aus, weil man am Anfang keinen Umsatz hat und halt schon gleich, was ich, fünfstellige Personalkosten hat. Aber es rechnet sich immer. Und also hier ein Gruß auch an mein K5-Team. Also ohne euch würde es nicht gehen. Und es macht auch einfach viel Spaß zu sehen, dass Leute, die vielleicht nicht in der Equity-Position sind, halt einfach so sagen, dieses Ownership. Die sagen halt, die treiben dich dann vor sich her und sagen halt, hier, ich brauche das noch und was ist damit? Und warum machst du den Podcast nicht so? Also das macht einfach große Freude. Mhm. Genau das gleiche bei Bits & Pretzels erlebt. Schon, oder? Ja, also auch zu Beginn zwei Sinus eingestellt. Mhm. Ich glaube, das Beste, was wir machen konnten, nachdem Bernd, Felix und ich jetzt nicht die großen erfahrenen Eventveranstalter sind. Ja. Ja, und das ist dann auch eine, sozusagen eine echte Abkürzung zu einfach über die Zielerreichung. Finde ich schon wirklich zu empfehlen. Ja, und das dritte Thema wäre dann, sind wir, glaube ich, noch ein bisschen mega in der Zeit. Mega in der Zeit, da kann ich wieder langsamer reden. Ja. Nein, ist das Thema Zeit, dass ich glaube, dass es gibt zwar die Beispiele, die dann so jeder kennt, und sagen dieses Get Rich Quick, also Leute, die im Dunkeln mit dem Kopf gegen die goldene Glocke gelaufen sind und dann klingelt es und dann fallen die Taler vom Himmel. Ich kenne vielleicht ein, zwei, ja, aber die meisten Leute, die ich kenne, die halt dann Erfolg hatten, also auch monetären Erfolg, die haben das wirklich lange gemacht. Und das heißt letzten Endes, diese Entscheidung für den unternehmerischen Lebensweg, der zieht sich ja auch durch... durch dein Privatleben, du kriegst Hate, also Leute finden dich scheiße, weil du halt was machst, was die auch gerne machen wollen. Und das heißt aber, du musst wirklich drin hängen. Und wenn du dir das Business anguckst, ich habe es jetzt 3-4 Mal gemacht und es ist immer so, dass ich mindestens 5 Jahre gebraucht habe, um im Markt anzukommen. Selbst mit dem Konferenz und mit der Plattform sind wir jetzt im 5. Jahr und jetzt würde ich sagen, okay, now we know how to play the game. Jetzt habe ich die Kontakte, jetzt habe ich das Vertrauen, jetzt haben uns Leute 3-4 Mal angeguckt, sind mal als Besucher da, jetzt fangen die an, als Aussteller zu kommen, jetzt kommt der Robert Gens von Zalando und so weiter. Also das braucht einfach eine gewisse Zeit und die muss man sich eben auch geben. Das heißt also dieses, man wird ganz schnell irgendwie was Besonderes, glaube ich nicht dran. Und das ist einfach vielleicht so... Es dauert immer länger, als man denkt. Genau. Und man unterschätzt ja immer, was sozusagen in langen Zeiträumen möglich ist. Mhm. So weit können wir gar nicht planen. Und man überschätzt heillos, was in so ein Jahr reinpassen soll. Jedes Mal, wenn ich mir meine Jahrespläne angucke, lache ich am Dezember wieder, weil ich sage, okay, Ritter, wann lernst du es eigentlich? 50% davon. Mich freut es, dass es dir auch noch so geht. Naja, also ich bin Slow Learner, offensichtlich. Ja. Ich auch. Genau, also ja. Genau. Sehr gut in der Zeit. Ja. 2 Minuten noch für deine größten Wow-Momente. Ja, jetzt hast du mir, glaube ich, jetzt geklaut. Genau. Nee, okay, gut. Wow-Momente. Ich hatte vorhin gesagt, wir haben einen Aktienfonds aufgelegt, der auch wirklich für Privatanleger konzipiert ist. Wir haben uns 2015 gedacht, warum kann man eigentlich nicht sagen, strukturiert in so ein E-Commerce-Vehikel investieren, also börsennotierte Companies. Also Zalando ist 2014 an die Börse gegangen. Und das haben wir einfach gemacht. Das gab es nicht. Und da gibt es immer 2 Gründe, warum es das nicht gibt. Entweder es ist wirklich gequirlter Mist oder es ist halt die beste Idee seit geschnitten Brot. Ich denke natürlich immer Letzteres. Und wir haben aber gemerkt, okay, dafür braucht man halt ein Funding. Und wir haben gesagt, okay, wir können eine gewisse Summe selber oder wollen wir selber machen. Aber wir brauchen ein bisschen Geld dafür noch. Und dann haben wir eben im Netzwerk rumgefragt. Und es sind 25 Leute halt, die wirklich gesagt haben, ja okay, also dem Chris und dem Ritter, die kenne ich, den vertraue ich, die wissen, was sie tun. Und das war schon echt so ein Moment, wo du sagst, okay, wow, da schreibt dir einfach mal jemand sozusagen für eine Idee, ich habe das ja vorher noch nie gemacht, irgendwie einen 5- oder 6-stelligen Scheck. Und das ist auch dann wirklich so passiert, nicht nur verbal. Das war sozusagen ein Moment, wo du sagst, okay, offensichtlich kann man sich über die Zeit so ein Vertrauen auch erarbeiten. Und das zweite Thema ist so ein bisschen für die Konferenz. So im letzten Jahr hatten wir das erste Mal ja dieses 2000 plus erreicht. Und da dann zu stehen auf so einer Bühne, in so einen Saal zu gucken, fast 2000 Leute stehen, sitzen und so weiter. Und du siehst dieses Segment, wo ich ja letztendlich die Hälfte meiner Lebenszeit rein investiert habe, hat jetzt Relevanz. Also es ist nicht mehr nur so, alle nehmen dich in den Arm und sagen, ach du Armer, musst Hundefutter verkaufen, sondern sagen, da arbeiten einfach zigtausende Leute. Und vor allen Dingen gibt es ja noch 90%, was sozusagen noch nicht digitaler Handel ist. Also da gibt es noch so Unmengen an Möglichkeiten. Und das so zu spüren und auch diese Energie, das war wirklich
ein schöner Moment. Also, glaube ich. Genau. Also ein bisschen wie bei euch. Ja. Ich meine, es ist wirklich toll, wenn so Leute dann kommen und sagen, hey, ich will mir das anschauen, was ihr euch ausdenkt, was wir uns ausdenken. Jetzt bei den OMRs war es ja auch so, dass du einfach sagst, okay, man trifft irgendwie den Nerv und hat so viel Vertrauensvorschuss letzten Endes. Also wenn dann dieses direkte Feedback von den Besuchern, die dann auch glücklich sind, manche haben natürlich immer irgendwo was, wo sie sagen, okay, das kann noch besser laufen, aber so dieses positive Feedback zu spüren, zu sehen, das macht so viel Spaß. Also es motiviert und lässt dann auch über die letzten schlimmen Wochen immer hinweg sehen, die ja beim Eventveranstalter immer wirklich nicht einfach sind. Du kennst es ja, also die letzten Tage geht es ja nur darum, wo ist gerade der größte Brand und wo muss ich gerade mit meinem Feuerlöscher hin? Ich glaube auch keiner von den Jungs oder die Mädels, die das jetzt machen, hatten das so als Lebensplan. Ich glaube, das passiert einfach, wie bei euch, von 50 auf 400 auf noch mehr, bei uns ähnlich. Und also deswegen, also es ist dann auch eine Passion, also muss man auch einfach sagen. Ja. Definitiv. Ja. Wir sind jedes Mal top in der Zeit, jetzt auch, haben noch mehr als eine Minute übrig, die brauchen wir jetzt nicht mehr füllen. Ich glaube, es war informativ genug. Sven, vielen Dank für deine Zeit, fürs Vorbeikommen. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, kommentiert, schreibt Sven eine private Nachricht, eine E-Mail, ruft ihn an, spendet auf sein Spendenkonto, wird noch eingeblendet. Genau, die Shownotes machen wir dann unten rein. Genau, ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke, macht's gut. Ciao. Danke.